drei Fragen aus der Tagesschau gestellt von Frau Dr. Julia Dingwart-Nussek. Kommen Sie bitte hier rüber. Herzlich willkommen. Ich glaube, Hamburg grüßt Sie. Ja. Ja. Sie kommen auch aus Hamburg, nicht? Zurzeit ja. Ja. Ja, ich bin Gastarbeiter in Köln, aber wohne in Hamburg. Ja, ja, und die wohnen in Hamburg auch. Ich muss mal eben so ein paar Fragen stellen. An Ihnen fragen wir mal, weiß was Besonderes, so was, was finden Sie von dieser Steuerreform, die jetzt durchgesetzt ist? Sagten Sie Reform? Ja. Also ich kann mir ja auch auf meine Visitenkarte eine Schrift machen lassen, Showmaster, weil ich mal bei Ihnen in der Show aufgetreten bin. Aber das hat so wenig mit Steuerreform zu tun, als Sie mit Showgesetz, ja? Es hat furchtbar viel mit Steuerreform, aber nicht ganz so viel mit Reform, wissen Sie. Ah ja, gut. Und vielleicht ein bisschen gehässig. Also Sie sind Wirtschaftsexpertin und Finanzexpertin, da kann man eigentlich auch fragen, diese Herstadtbankgeschichte, wie sieht das aus für den Leuten jetzt im Moment, was sagt mit den Banken überhaupt so? Herstadt selbst ist für die Betroffenen eine ganz, ganz miese Sache natürlich, aber wissen Sie, es bestellt ja auch niemand das Fernsehen ab, weil nun mal eine Sendung fürchterlich daneben gegangen ist. Und so wird ja nur niemand sein Geld wegholen von einer anderen Bank, weil es bei Herstadt so fürchterlich schief gegangen ist, nicht? Danke. So, wir haben, wer möchte als Erster die drei Fragen gestellt haben? Wer als Erster? Ja, Sie gehen in die Kabine? Ja? Gehen Sie in die Kabine, bitte, zu Heinz. Drei Fragen, nur eine Antwort ist möglich und 10 Sekunden Bedenkzeit. Moment, die Tür muss zu und jetzt. Ganz leichte Fragen. Bitte? Dachte ich. Wer ist die Korrespondentin, die aus Genf heute Abend in der Tagesschau berichtete? Da muss ich leider passen. Also... Ich sag ganz ehrlich, bei der Tagesschau war ich ziemlich nervös. Das nächste ist auch aus der Tagesschau. Nennen Sie eine, nur eine der portugiesischen Kolonien in Afrika, die jetzt in die Unabhängigkeit entlassen werden sollen. Die kam auch in den letzten Wochen andauernd vor in der Tagesschau. Es gibt noch eine dritte Chance. Ja. Ja, wie schlimm. Sie wissen es nicht? Nein, ich weiß. Ja, gut, dann die dritte Frage. Die dritte Frage, wie lange dauerte die jetzt beendete Militärdiktatur in Griechenland? Siebeneinhalb Jahre. Großartig, ja. Doch, eins ja. Richtig. Ja, Gott sei Dank. Danke. Gehen Sie wieder in die Geige. Eine Frage, richtig. Und jetzt der Großvater. Drei Fragen. Frage. Eine Antwort ist nur möglich. Also überlegen Sie gut und 10 Sekunden Bedenkzeit. Wer ist die ARD-Korrespondentin, die heute Abend aus Genf über die Zypern-Konferenz berichtete? Überlegen. Den Namen habe ich auf der Zunge. Schauen Sie mich an. Nein, Sie waren es nicht, gnädige Frau. Nein, das stimmt. Ich muss passen. Mit Clown hat es auch nichts zu tun. Nein, Juliane Stefan, deswegen, ja. Wegen des Vornamens, sagt ich. Ja. Fast gut, okay. Zweite Frage. Die zweite, ja was. Also nennen Sie eine derjenigen portugiesischen Kolonien, die jetzt in die Unabhängigkeit entlassen werden sollen. Großartig, ja. Und die dritte Frage, wie lange dauerte die Militärdiktatur in Griechenland? Kam heute Abend vor in der Tagesschau. 7 Jahre. Großartig. Fantastisch, ja. Der endgültige Gewinner steht fest. Es ist ein Vogel, das gibt's nicht. So, habe ich nicht gedacht. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen und ich habe eine Bitte, Frau Dingwart-Nussek. Hoffentlich können Sie auch mal als Kandidat mitmachen, zusammen mit Ihrer Mutter. Wäre das schön, ich glaube, Sie sagen Enkelin. Wie? Ich glaube, Sie sagen Enkelin. Mit meiner Enkelin zu. Oh ja, aber haben Sie Enkelin? Haben Sie noch Enkelkinder? Nicht, aber in 10 Jahren vielleicht. Oh, das ist auch möglich. Laufenden ja, natürlich, machen Sie mit. Fein, danke schön. Danke.